Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Sonic 2. Für alle Leute, die Sonic 1 noch nicht gesehen haben, rufe ich jetzt einen Spoiler-Alarm aus. Macht hier auf Stopp, guckt euch Sonic 1 an und macht an dieser Stelle weiter. Für alle Leute, die Sonic 1 schon gesehen haben, der zweite Teil fängt genau dort an, wo der erste aufgehört hat. Dr. Robotnik sitzt weiterhin auf der Pilzwelt fest und es öffnet sich ein Portal. Und es kommt ein neuer Charakter ins Spiel. Und zwar Knuckles. Knuckles verbündet sich mit Dr. Robotnik und sie reisen zur Erde, um Sonic den Gar auszumachen. Denn Knuckles ist einer der verfeindeten Rassen von Sonics Rasse, die auch Langklaue angegriffen haben. Knuckles möchte sich gerne an Sonic rächen. Und Dr. Robotnik und Knuckles tun sich zusammen, reisen auf die Erde und kriegen auch raus, dass es ein Artefakt gibt, das Sonic durch eine Karte finden kann, was sehr, sehr mächtig ist. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir gefällt der zweite Teil sogar noch besser als der erste. Also die haben wirklich nochmal getoppt, alles nochmal auf ein neues Level gebracht. Super, super. Neue Charaktere werden eingeführt wie Tails und Knuckles. Es gibt sehr, sehr viele Anspielungen auf verschiedene Filme, was natürlich sehr, sehr lustig ist. Der ganze Humor ist auch super geil. Also selbst den Humor haben sie nochmal auf ein neues Level gehoben. Und auch, was auch wichtig ist, alle wichtigen Darsteller von Teil 1 sind auch bei Teil 2 dabei. Was natürlich dann auch den Film wieder sehr schön zusammenführt mit Teil 1. Also das ist schon mal sehr, sehr gut, was sie da gemacht haben. Generell gibt es auch nur sehr wenig an den Film zu kritisieren, weil er wirklich sehr stimmig ist. Er ist wirklich genauso, wie man es sich erwartet, wenn man Teil 1 gesehen hat. Nur halt alles nochmal auf ein neues Level. Was sie aber nicht auf ein neues Level gebracht haben, finde ich. Ich habe den Film iSense gesehen, also mit Dolby Atmos, wo auch der Ton von oben kommt. Ja, und genau da war das Problem. Es gab eine Szene, die sich in einer Höhle abgespielt hat und es kam wenig Hall von oben, beziehungsweise nahezu gar nichts. Also wenn man in einer Höhle ist und spricht, dann muss auch Hall von oben kommen. Also das erwarte ich dann normalerweise. Und es gab auch noch so ein paar andere Dinge, wo wirklich von oben nicht viel kam, obwohl was von oben hätte kommen müssen oder beziehungsweise mehr hätte kommen müssen. Musik, klar, die haben sie oben reingepackt auch. Damit das alles noch mal ein bisschen voluminöser ist. Ja, alles keine Frage. Aber bei manchen Soundsachen haben die einfach nicht gut gearbeitet. Aber ich glaube, da hat noch nicht mal der Tonmischer dran Schuld. Ich glaube, der hätte das bestimmt besser gemacht, wenn er die Zeit gehabt hätte. Die Studios müssen lernen, den Tonleuten mehr Zeit zu geben. Punkt. Ganz einfach Punkt. Die Tonleute brauchen mehr Zeit. Und nicht immer, mach mal eben hier und da und so und bla und blub. Die Tonleute brauchen mehr Zeit. Und genau das muss mal ganz klar gesagt werden. Es ist bei so vielen Filmen, wo wirklich was von oben hätte kommen müssen und es kommt einfach nichts. Klar, im Heimkinobereich ist das kein Problem. Sage ich jetzt mal, man hat ein 13.1-System oder so. Gut, da schaltet man die Auromatik ein. Dann ist es teilweise noch besser als der native Ton von Dolby Atmos zum Beispiel. Überhaupt keine Frage, überhaupt kein Problem. Im Kino ist das halt nicht möglich. Da hat man halt den Ton, den man halt zur Verfügung gestellt kriegt. Und genau da muss noch was gearbeitet werden. Da müssen die Toningenieure wirklich mal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, ich brauche noch mal einen Tag, aber dann wird das Ergebnis erheblich besser. Und dann müssen die Filmstudios auch mal sagen, ja gut, dann nimm dir den Tag, wenn es wirklich besser wird, zeig es uns. Beweis es uns. Und je mehr man dann das verbessert, dann muss man halt sagen, ja, der Tag hat sich zum Beispiel gelohnt. Der Tag mehr. Das hört sich jetzt alles besser an. Das passt jetzt auch alles viel besser. Das ist jetzt alles viel stimmiger. Also von daher, da müssen die Tonstudios wirklich mal ein bisschen mehr mit Geduld arbeiten und wirklich mal den Leuten die Zeit geben, die sie brauchen. Trotz alledem muss ich sagen, weil der Film super unterhaltsam ist und gut der Ton. Klar, kann man zwar jetzt große Abstriche machen, tue ich jetzt aber nicht. Also ich gebe dem Film weiterhin zwischen 4
und 5 Totenköpfen, wobei ich mehr bei diesem Film an die 5 tendiere, zu 5 hin tendiere, als zu 4. Aber trotzdem zwischen 4 und 5, ganz klare Anguckempfehlung. Kann man nicht anders sagen. Da gibt es nicht viel zu meckern. Mal schauen, welchen Film ich nächste Woche schaue. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mal gucken, was da jetzt so gibt im Kino. Denn jetzt kommen demnächst auch Wochen, laut aktuellem Stand, wo keine neuen Filme kommen. Da lasse ich mir für euch etwas einfallen. Ich werde euch ein paar Videos machen, wo ich dann über Filme rede aus der Vergangenheit. Zum Beispiel meine All-Time-Favorites werde ich euch dann mal präsentieren und werde da mal eine Bewertung zu machen und auch, ob die Filme gut gealtert sind oder nicht so gut gealtert sind. Irgendwie solche Sachen werde ich dann für euch dann da reinbauen. Dann habt ihr auch trotzdem was, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, was ihr euch dann noch angucken könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.